Hallo meine Lieben, Feierabend, das letzte Stückle Licht und heute richte ich mein Mail, mein Podcast, meine Videobotschaft, meine Stimme, wie auch immer, an alle Maler, Hilfsgesellen, Hilfsarbeiter, Facharbeiter, Gesellen, Malerlehrling, Schnupperlehrling, ganz egal, einem Meister muss ich das wahrscheinlich nicht mehr erklären. Und den Selbstständigen auch nicht, aber euch, an euch wende ich mich heute. Wie ihr wisst, war ich lange Zeit selbstständig mit Mitarbeitern, jetzt im Moment nicht. Seit 3 Jahren nicht, wir haben 2020 und ich habe so okay zwischen 3 und 7 Mitarbeiter, Privatkunde wie groß, Baustelle. Und ich weiß, dass wenn wir eine Zeit lang im Groben arbeiten und im Dreck arbeiten, wie bei den Großbaustellen üblich, oder dauernd schleifen und staubig werden, dann kann passieren, dass wir abstumpfen. Und dann kriegt man so ein Wurstigkeitsgefühl, es ist ihm alles egal schon bald, der Dreck ist ja immer ununterbrochen da. Es ist so eine Art Sisyphus. Und man stumpft, wie gesagt, ab, und verliert dabei ein bisschen Stil, Haltung. Und das möchte ich euch heute sagen, das muss nicht sein. Das ist ein Anspruch, den hat man an sich selber. Und das Erscheinungsbild, was Malerkleidung anbelangt, liegt an euch, an jedem Einzelnen. Ich habe zum Beispiel das als Chefsache tituliert. Ich habe dann von meinen Mitarbeitern verlangt, dass sie zumindest jeden zweiten Tag eine saubere Kleidung anhaben. War Pflicht, war ein Kündigungsgrund, ganz buchstäblich wirklich ein Kündigungsgrund, weil man repräsentiert nicht nur sich als Person, sondern auch das Unternehmen und es hat was mit Sauberkeit zu tun, auch mit sauber Arbeiten zu tun. Wie will man denn eine saubere Lackierung herkriegen, wenn man von oben bis unten staubig ist? So, und ich zeige euch das heute, ich habe heute schwarz geschliffen und ich hatte am Morgen ein sauberes Gewand an, von sauber ist nichts mehr zu sehen. Sowas wandert am Abend in die Wäsche. So muss am Morgen keiner erscheinen, weder bei einer Kundschaft noch beim Chef noch für sich selber. Wer geht denn schon gern in ein staubiges Gewand rein oder in ein verschwitztes? Man trägt ja nicht nur den Staub mit sich, sondern man trägt auch die Gerüche mit sich. Das heißt nicht nur die eigenen, sondern auch den Lack, den Schleifstaub, das Verbrennte durch das Holz anschleifen und. Das muss nicht sein. Diese Wolke muss man nicht mit sich schleppen und dem anderen in sein Leben bringen. Gut, das war mir wichtig einmal zum Sagen. Achtet auf euch, trotz dem Staub, trotz der groben Arbeit, zeigt Haltung, zeigt Stil, habt ein Erscheinungsbild und seid wirklich da schon mal in eurem Erscheinen eine Repräsentation für saubere Arbeit. Ja, und da gibt es noch was zu sagen dazu, hoffentlich fällt mir das noch ein, ich wollte es nur unbedingt sagen. Es ist ein bisschen kostenspieliger vielleicht, genau, weil wir brauchen dann mitunter 3 Garnituren bis 5 Garnituren in der Woche. Und ja, ich habe natürlich auch so, wenn ich schwarz mal, habe ich meine speziellen Malerklamotten an, die ich nachher dann nicht anziehe, wenn ich nachher dann irgendwie weiß lackiere. Weil mit der Zeit sind die wirklich vollgespritzt. Ich habe einmal ein Geländer lackiert, also ganz ein kleinmaschiges bei der Festspiele in Bregenz. Ich kann es euch nicht zeigen. Ich wusste schon, dass wir dahinter gestanden, also vollgespritzt von oben bis unten. Das war denn für diese Arbeit gedacht und dann habe ich das entsorgt. Das ist ja auch keine Frage. Ich muss ja nicht herumlaufen wie ein Rührholz. Das ist wirklich etwas, das sagt euch vielleicht der Chef nicht, weil der schätzt eure Arbeit ja, der schätzt euer Tun und euch als Mensch. Dann will er euch nicht zu nahe treten. Aber ich kann das jetzt über das YouTube und über diese Öffentlichkeit, ich kann euch zu nahe treten. Das ist
Es ist ja nicht so, dass einer von euch bei mir arbeitet oder ich eure Chefin bin und dann ihr euch beleidigt oder so, sondern das hat was mit Bewusstsein zu tun, mit Schulung, mit Wissen, mit Persönlichkeitsentwicklung. Auch im Berufsleben gibt es das. So, das war's, dieser Beitrag heute von mir an alle Maler. Und in dem Fall bis zum nächsten Mal. Tschüss miteinander.